Und damit herzlich willkommen zur Folge 19 von The Long Dark. Und mir und Jeremiah, der beim letzten Mal seine Medizin bekommen hat, denn ihr erinnert euch, wurde vom Bären angegriffen. Die beiden haben ja wohl ein persönliches Problem. Wobei ich sagen muss, er ist ja wohl Pelzjäger, so wurde er mir vorgestellt. Deswegen ist die Frage, inwiefern seine Rachelust wirklich berechtigt ist. Aber wer bin ich, um das entscheiden zu können? Denn eine wirkliche Entscheidung habe ich leider nicht. Denn ich soll jetzt wohl einen Speer suchen, der dafür sorgen kann, diesen Bären wohl zu töten. Denn die Munition wird wohl nicht reichen, angeblich. Und ich habe mich hochgepäppelt, Leute, wie ihr seht. Ich bin auch ready, hoffentlich. Ich würde sagen, wir verlassen das Haus. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass wir in die Nacht kommen werden. Weil ich hatte ja irgendwie beim letzten Mal Wolfsfleisch wo eingesammelt. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt eine gute Woche her, wo ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Und habe ich dann doch das eine oder andere wieder vergessen. Aber irgendwie hatte ich wohl Wolfsfleisch gefunden. Ich denke mal, stimmt, ich hatte ja einen Wolf, glaube ich, niedergelegt. Und von dem hatte ich mir drei Fleisch eingesammelt und das hat auch gefühlt 20 Minuten gedauert, bis ich die gekocht habe, die Stück Fleisch. Also das war schon ordentliche Arbeit. Okay, das sind wir ja gar nicht so weit entfernt. Da können wir ja vielleicht auch erstmal nochmal die Vorratskiste machen. Und man sieht schon, dass ich jetzt so in die Abendstimmung komme. Aber lasst uns einfach mal gucken, wie das läuft heute. Ich habe ja beim letzten Mal gelernt, dass ich den Wolf durchaus auch vertreiben kann, wenn ich den mal einen Schuss entgegensetze. Beziehungsweise habe ich den ja mit einem Schuss sogar auch erledigt, wo ich ja auch super überrascht war. Weil, ja, ich habe mir das irgendwie heftiger vorgestellt. Vielleicht war es auch nur ein Glück, das Treffer, ich weiß es nicht. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall hat es mir Mut gegeben, mich der Natur zu stellen. Und leider beinhaltet das aber, die Waffe in der Hand zu tragen. Was ich natürlich sehr schade finde. Denn auch wenn das Spiel natürlich darauf hinweist, nie realistisch sein zu wollen, merke ich irgendwie, dass ich dieses Schießen nie will. Tatsächlich. Aber ja, wir haben ja oft genug erlebt, wie ich Probleme hatte zwecks der Wölfe. Und da hinten ist schon der erste. Okay. Wie sieht das aus? Wo ist denn das? Hier. Okay. Vielleicht haben wir ja Glück und der Wolf lässt uns in Ruhe. Sonst würde ich Getting ein. dark. Okay, es geht los. Okay. Ja, so viel zum Thema. Alles klar. Nee. Oh mein fucking Gott.
Okay, würdest du erstmal nachladen? Ach so. Und das ist vielleicht auch mal eine Variante für die nächste Aktion. Aber erstmal, wie war denn das jetzt hier reingerannt? Ach du Scheiße. Oh, jetzt muss ich wieder hier und dies und das. Nee, nee, geh mal in dein Inventar, bitte. Ja, so schnell ist die Nummer natürlich wieder vorbei, Leute, ist klar, ne? Unfassbar. Unfassbar. Linkes Bein. Infektionsrisiko? Ne, das wird mir ja nichts bringen. Geheilt. Sehr schön. Guckt mal, wie der mich angegriffen hat. Und derweil habe ich wirklich. Alter. Dammit. Wie damit? Verwenden. Du bitte. Ach, je. So eine Infektion. Oh nein, ich bin so That dumm. didn't work. Scheiße, jetzt habe ich das Falsche genommen. Ich Idiot. Gott im Himmel. Gott im Himmel. Okay, Vorräte haben wir gesagt. Ja, das kann es tatsächlich schon sein. There you are. What Sünderbündel. have we here? Alter, es hört gar nicht mehr auf. So gewichtmäßig haben wir jetzt, glaube ich, wieder ein Problem. Nee, es geht noch. Okay, ja. Kann ich denn eigentlich mit Mausrad die Waffen wechseln? Weißt du auch nie, wie ich das kann? Ich kann zwar auf Waffen gehen. Ach so, ich muss auf der Taste das machen. Okay. Alles klar. Wie ist denn das? Ist das jetzt nicht hier? Oh, das ist hier in den Bergen jetzt. Aber ich denke schon, dass ich hier rein muss, oder? Was ist denn das? Hitzesee verlassen. Ach so. Okay. Ach so. Jetzt bin ich ja komplett woanders, Leute. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das habe ich gar nicht verstanden mit den Pfeilen. Tatsächlich. Aber prima. Okay, ja. Uiuiuiui. Mal, ob du hier irgendwie eine Hütte oder so siehst. Denn wäre natürlich schon ganz cool. Übelst krasse Geräusche. Also ich bin nie unbedingt leise, würde ich jetzt mal behaupten, durch diese Dosen und so, ne? Marshallland. Gott, sieht aber auch ziemlich düster aus hier. Den ersten Blick. Lauf natürlich gerne jetzt erstmal an den Schienen lang. Weiter.
natürlich schon ordentlich was gewütet irgendwie. Aber es sieht für mich eher danach aus, es wäre ja ein fetter Sturm gewesen. Ist eigentlich geladen? Nur mal so als Frage. Ah ja. Na prima. Gut. Gut, gut, gut. Klassiker. Was ist denn das? Gibt es hier eine Möglichkeit, irgendwie die Nacht zu verbringen? Wäre natürlich schon ganz cool. Und bisher ist es super trostlos hier. Wie sieht es denn hier aus? Wir müssen hier rein. Schade. Hier auch näher. Oh. Komm einfach nicht. Die Treppe kannst du auch nicht hoch. Also leider. Nee, in den Zug kann ich mich leider auch gar nicht retten, Leute. Ist da irgendwas auf hier? Nee. Sieht jemand eine Hütte, Leute? Irgendwas in der Art. Würde ich mich tatsächlich sofort hinretten. Denn mein Problem ist, ich habe zwar gerade Glück mit der Kälte, nur wenn jetzt hier wieder so ein blöder Sturm kommt, und eigentlich, naja, ich habe das schon gehört, Alter, wo bist denn du? Sieht denn jemand? Naja. Okay, der ist beschäftigt. Kannst du doch vielleicht mal hier außen lang gehen, oder? Ach so. Scheiße. Es ist wirklich so, dass das noch passiert. Ist ja fies. Guck mal, dass du hier hochkommst. Ich hab's auch noch gesagt irgendwann, ne? Dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte. Irgendwann mal passiert die Nummer. Nicht ganz so witzig. Was ist das? Totes Gestrüpp? Okay, was willst du damit machen? Ach so. Okay, ja. Nee, nee. Lass das mal. Und hat sich ganz andere Probleme jetzt. Und zwar würde ich ja eigentlich gerne wieder auf die Gleise. Okay. Irgendwas ist auch mit dem Mond. Das kriege ich auch ab und zu als Hinweis. Aber ich habe für mich ohne nie hundertprozentig herausgefunden, was genau. Irgendwie soll mir das die Wölfe auch anzeigen. Inwiefern die aggressiv sind, glaube ich. Was auch immer. Was man ja eigentlich auch kennt. Ich meine, der erste Gedanke dazu wäre natürlich Vollmond. Und wenn es so wäre, müsste ja jetzt alles cool sein. Hm. Oh Gott, ich fühle mich aber überhaupt nicht wohl hier. Wo ist denn der? Da hinten. Das habe ich schon gesehen. Bist du? Hau ab! Naja. So nämlich, mein Freund. Haha.
Ja, ja. Ja, 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 ja. Kommt der Nächste? Hopp. Vollmond? Nee. Hm. Hast du noch meinen Geschmack? So. Gibt's hier irgendwo mal ein Hütchen für mich? Weil ich muss doch dann mal schlafen gehen, Leute. Ich könnte natürlich jetzt wieder im draußen übernachten und so weiter und so fort. Aber bist denn du hier? Okay. Schon ziemlich düster, Leute. Eigentlich ist es gar nicht witzig hier. Ich sehe ja auch selber nichts, ne? Gott. Schaffst du das mal relativ zügig darüber? Ja. Gut machst du das. So, Freunde. Eine Zeichen hier. Und dann nicht so richtig verstanden. Da ist immer so wie so ein Shelter rot unten angezeigt. Das wisst ich auch nicht so richtig. Du nachgeladen hast, ja? Okay. Naja, mach das doch. Totes Marschallland. Ja, das klang jetzt auch wirklich nie danach, dass da was geht. Und was sind wir jetzt? Lass mich mal auf die Karte gucken. Beschädigte Bahnstrecken nennt sich das. Gibt's hier irgendwo eine Höhle für mich? Bestimmt. Was ist das? Wartungsplatz. Die beste Verteidigung. Ja, da ist auf jeden Fall der Speer. Nur der Speer ist natürlich schon noch ein Stück weg, Leute, ne? Ist klar. Ich werde nochmal kurz hier um die Ecke lunsen. Wenn wir hier irgendwo eine Hütte haben. Das? Schild? Okay. Eine Höhle oder so. Und dafür müsste ich natürlich mal weg hier von der Gleise, oder? Okay, ist auf jeden Fall irgendwo ein Wasserfall. Fetter. Was ist denn der? Ja, da, oder? Ja. Hm.
Wie mache ich das denn jetzt mal am dümmsten, Leute? Die Frage ist, kann ich da hinten so weit in den Tunnel? So weit in den Tunnel, dass ich da mein Feuer auch ein bisschen schützen kann. Ich will ja auch so ein bisschen was sehen mit euch, ne? Und jetzt ist halt so, ja, nee, wirklich geil. Hier ist jetzt auch wieder so ein Shelter, hier bin ich sicher. Okay, probier das doch jetzt mal aus, Will. Erstmal Feuer. Kannst du ja nie hinbauen. Na, scheiße. Warum kannst du jetzt hier nirgends so ein Feuer hinbauen? Das ist ein Quatsch. Verstehe ich manchmal überhaupt nicht. Ich meine, wie soll ich denn draußen in der Natur übernachten, wenn ich kein Feuer bauen kann? Hier. Prima. So. Brandbeschleuniger auf jeden Fall jetzt. So. Ja, geil. Dann gleich Brennholz hinterher. Zack. Und jetzt müssen wir nochmal den Schlafsack holen, der hier ist. Ja, und schlafen. Und am besten bitte so. Nein! Ach Gott, Mann. Sorry. Da ich wieder auf... Schlafen sollst du. Danke. So, jetzt musst du wieder nachts wundern. Wir kennen das Spielchen. 3 Stunden. Wir schlafen aber nur 2. Perfekt. So, das haben wir. Okay, 1 Stunde kannst du noch. Perfekt. Jetzt geht der Sturm los. Natürlich. Guck mal, ob du hier, ja, natürlich, ich bin das, ja, haben wir uns da eigentlich gedacht, oder? Spiel. Oh nee, lass das doch am besten, bitte. Das bringt nichts. Das bringt nichts, weil das wird jetzt eh weg sein. Okay, dann mach doch wenigstens nochmal dein Esser. Und zwar müssen wir das ja eh mal essen hier. Oder würde ich gerne. Perfekt. Dann trinken. Sehr schön. So, Feuer. Ja, lohnt sich meiner Meinung nach näher. Konnten wir das nicht auch irgendwie abbauen? Weil ich habe dann immer das Gefühl, dass wir dann vielleicht die Ressourcen auch wieder bekommen. Egal. Aufheben. Okay, cool. So. Jetzt weiß ich natürlich nie, wie spät das im Allgemeinen ist.
Ja. Mir ist natürlich jetzt kalt. Natürlich auch absolut klar. Zedernast. Ja. Ich bräuchte halt einen Platz, wo einigermaßen geschützt bin. Bringt das irgendwas, wenn ich mich hier in die Ecke stelle? Nee, wirklich, ne? Ach Gott. Na, du solltest eigentlich nichts mehr einsammeln jetzt. Alter, es tut richtig weh in den Augen. Ich hoffe halt, dass ich hier irgendwo eine Hütte finde, Leute. Hab sonst immer noch keinen richtigen Plan, wie ich das von mir abwenden kann. Dieses Thema. Bist denn du jetzt? Sind wir jetzt so einen Umbogen gelaufen? Ja. Okay. Ah ja. Willst du klettern? Erdrutsch. Prima. Ich erkenne gar nichts. Ach je, ist das alles schon wieder nicht so eine gute Sache hier, was ich hier mache. Fackel kann ich nie anmachen, Leute, weil die sowieso sofort ausgeht. Ja, Trutsch. Da kannst du da nie irgendwie hochklettern, sag mal? Will, sieht's denn aus? Oh, wenn ich noch mal was sehen würde. Scheiße. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier unten lang, oder? Pass bitte auf, dass du nicht stolperst. Wolf. Aua, die Leute, mir tun so die Augen weh, ne? Nichts für meine Augen. So unangenehm. Bin gar nichts. Ist also realistischer hätte man es nicht sagen können. Machen können wir nicht. Sagen können. Ja, Spiel. Ich weiß wirklich immer noch nicht so hundertprozentig, was du von mir willst, wenn ich das machen soll. Also wenn ich in so ein Wetter komme. Weil das Feuer geht auch immer aus, dann soll ich denn machen? Keine Ahnung. Ein Unterschlupf, klar. Weiß ich doch, aber wo und wie und was? Ich, keine Ahnung. So, guckt, wenn ich jetzt hier, kann ich jetzt noch nicht mehr. Okay, du musst anscheinend richtig nah dran stehen. Alles klar. Turned out pretty well. Okay, es ging irgendwie anscheinend. Okay, kannst du dir vielleicht wieder deinen Tee machen? Ja, oder? Perfekt. Genau. Hier machst du einen schönen Kräutertee, wie wir es gewohnt sind.
So, Leute. Na. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt, aber ich fände das so cool, wenn die das noch einführen, dass man sich auch selber Hütten bauen kann. Oder so einen Notunterschlupf irgendwie aus Ästen zusammenzimmert. Das wäre wirklich noch so eine richtig geile Sache, wenn die das hinbekommen würden. Es fehlt mir so ein bisschen noch. Und wie gesagt, von mir aus dann auch weniger von diesen Holzhütten, wo man sich so retten kann, ne? Aber ja. So. Bist du vielleicht in der Zeit nochmal schnell gucken, ob du hier ein bisschen Zedernholz kriegst, mein Freund? Wie lange dauert das? Tannenast? Ja, scheiße, das dauert doch schon wieder zu lange. Geht da das Feuer wieder aus? Tannenast. Okay. Nimm erstmal den Tee am besten. Wo der jetzt vergart. On guard. Ruhe. Bitte trinken, mein Freund. Herrlich. So, guck mal, wenn du jetzt hier mal... Beziehungsweise... Wir wollen doch jetzt wahrscheinlich weiterlaufen, oder? Kannst du dir vielleicht jetzt hier auch mal so ein bisschen Holz nehmen? Komm, wir brauchen das. Wir haben da wieder kein... Oh, das geht wieder runter, na klar, ne? Ist ja logisch. So, Leute, lasst mich bitte noch mal kurz gucken. Wir müssen Erdrutsch... Alter. Oh, nee. Das ist Schweinewetter. Geh mal hier außenrum jetzt. Wo? Ja, renn mal da hinten, genau. Nee, am besten da hinten ins Feuer. Oh Gott, ist das dumm. Mal, hier sehen wir auch die Spuren mal. Aha. Da muss wohl ein Wolf da gewesen sein. Ja, aber das ist genau mein Ding. Die Signalpistole. Das ist wirklich großartig. Guck mal, ob du hier lang kommst. Nee, da gehen wir ja wieder da lang. Wir wollen ja eigentlich... Wollen wir den Erdrutsch doch umgehen, oder? Das ist schon so eher unser Ziel. Und das? Hängst du hier? Oh! Alter! Oh! Fuck! Ich glaub's nicht, ey! Need some first aid. Looks like I survived another night. Alter, du Penner!
erschrocken. Oh, ja, ja. Mach doch du dein Ding. Will, Alter, wirklich. Oh, hat er mir noch die Reisung vor allen Dingen. Oh, jetzt hat er mir noch die Kleidung zerrissen. Dreh sie durch, ey. Na, es hat alles keinen Wert hier. Das ist alles so bescheuert. Linkes Bein. Nee, beim Infektionsrisiko. Wir wollen hier Schmerzen. Scheiße, ey. Ich hab wirklich alles verballert. Oh, come on. Das hat es noch nicht mal geholfen. Oh, richtig hartes Spiel. So, können wir hier noch irgendwas machen? Infektion? Nee. Rechter Fuß, Wolfbiss. Nee, da müssen wir doch das andere machen. Oh Gott, ey. Alter Schwede, ey, ich komm gar nicht klar gerade. Boah, wie der da um die Ecke kam, ey. Das war bestimmt auch der. Das war doch bestimmt auch der Wolf. Oder? So, können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Finde einen warmen Ort, bevor du. Ja. Das ist mir da absolut klar. Infektion. Dann nimmst du das nochmal. Geheilt. Prima. So, und das noch? Scheiße. Geheilt. So, Leute. Naja, es ist jetzt auf jeden Fall... Der Wolf ist wieder da. Naja, lad doch am besten noch langsamer. Und warum musst du auch immer wieder nachladen, mein Freund? Da steht doch auch überhaupt keiner. Wieso und weshalb? So, Leute, ich... muss mich jetzt hier natürlich aufpäppeln. Ach Gott, da ist der jetzt. Tatsächlich, Leute. Ja gut, das ist ja absoluter Erfolg. Nimm das mal. Genau. Alright. Okay. Mach dir das mal bitte. Ja. Und ich würde mir tatsächlich auch jetzt nochmal einen Tee machen, Leute. Oh Gott. Scheiße. Das dauert doch ewig, ne? Hier das Fleisch raus. Na gut. Nimm dir den nochmal hier, den Boy. Jetzt aber schnell, weil jetzt der Scheiß hier auch verbrennt wieder. Geh fertig. Alter. Nee, Leute, ey, wirklich, das war mir wirklich ein bisschen zu krass. Alter Schwede. Und ich hätte jetzt wirklich schwören können, dass das sogar derselbe ist, ne? Oh Gott. Spitzenpfirsiche. Nee, lass das erstmal jetzt. Sag er. Ist im Inventar jetzt aus. Haben wir ja einiges verloren. Und jetzt geht nämlich die knappe Nummer schon los, ne? Lackpoling war ja natürliches Antibiotika, ne? Das sollte ich mir aufheben. Hagebutte war Schmerzen. Das ist nochmal Notfall.
Wobei es mir da natürlich wummrig wird. Okay, wie lange dauert denn das jetzt? 25 Minuten? Naja, mach das mal am besten. Okay, cool, das reicht erstmal. Und den Schal hast du mir auch verballert. Oh, jetzt habe ich nie aufs Fleisch geguckt. Aber das Fleisch dauert, glaube ich, immer ewig, oder? Okay. Dann haben wir jetzt 3 Fleisch am Start. Müsste jetzt auch erstmal reichen. Geht's wieder los jetzt? Alter. Die Schweine, Okay. Kurzer Moment. Doch, ich kann mir noch Verbände machen. Gott sei Dank habe ich noch Stoff am Start, Leute. Okay. Nee, das war die falsche Aktion. Das muss auf jeden Fall sein. Okay. Gut, das reicht doch erstmal. Okay, jetzt habe ich jetzt halt immer noch den Stoff. Jetzt könnte ich halt noch mal... wo es jetzt natürlich knapp wird, ne? Mit dem ganzen Tee und so. Müsst ihr vielleicht nochmal eins mitnehmen? Wenn es jetzt eh schon so rumliegt. Vielleicht können wir den Sturm so ein bisschen... Ja. Okay, Leute. Lasst mich das jetzt nochmal garen, die Nummer. Und dann würde ich mich tatsächlich verabschieden erstmal für heute. Ich glaube, wir haben jetzt genug Action gehabt. Alter Schwede. Okay, das ist nämlich dann schon fertig. Richtig gut. Sehr schön. Ich würde jetzt hier nochmal so ein bisschen ausklingen lassen, damit wir mir einen Überblick machen. Wir gucken nochmal auf die Map, Leute. Ich bin jetzt hier natürlich wieder in was reingeraten, aber da oben muss ich wohin. Das wäre definitiv ein Platz, den wir uns angucken. Und sonst hoffe ich, dass sie mal hier irgendwo dann auch mal ein Hütchen wieder für mich ist, weil es ist natürlich schon echt heftig jetzt. Aber okay. Ja, ist ja auch richtig so. War ja auch nicht so einfach sein. Leute, für heute sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ja, seid beim nächsten Mal dabei. Ja, wo ich echt hoffe, dass das mit diesem Wolf jetzt endlich mal aufhört. Wirklich, also unfassbar, wie oft der mich schon erschrocken hat, ne? Also... Leute, ich beruhige mich und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.